Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Jo, immer doch. Ab zu Tennis. Wir haben ein Stück Schlüsselfragment abzugeben. So, einmal hier durch. Hallöchen. Ein neues Kammerschlüsselfragment. Allein vom Halten wird mir schon mulmig. Und weil ich einen von Marcus Bellig-Burritos gegessen habe. Das ist übrigens kein vollständiger Kammerschlüssel. Niemand weiß, warum die Eridianer sie in Fragmente gespalten haben. Aber der Kammerschlüssel auf Pandora benötigt 3 Teile. Immerhin ist das ein Anfang. Du solltest zu Lilith zurückkehren. Sie und Maya haben bestimmt einiges nachzuholen. Oder was Leute mit Sozialkontakten halt so machen. Nein, danke. Da ist mir ein steriler Raum mit chirurgischer Ausstattung schon lieber. Ja, ist ja auch jetzt mit Coronavirus ganz praktisch, ne? Gönn dir ne Mord. Für Söldner mit Klasse. Naja, ich glaube nicht so. Das sieht nicht so interessant aus. Na gut, Leben brauche ich tatsächlich auch gerade nicht. Mir geht's ja wieder gut soweit. Dann schauen wir mal auf der Brücke nach, was es hier noch gibt. Was soll das heißen, eine Sirenenschülerin? Ich kann es jetzt nicht erklären, Lilith. Aber sie wird eines Tages eine Sirene. Wir reden später darüber. Na, Killer? Maya sagt, du hast ordentlich ausgeteilt. Ja, wir haben großzügig Tode verteilt. Das glaube ich. Ein Fragment hätten wir, fehlen noch 2. Was soll das alles, Lilith? Wieso ist Marley Wan auf Athenas? Unser Schlüsselfragment ist seit Generationen geheim. Wie haben Sie davon erfahren? Ich bin nicht sicher, aber die Kalypsos scheinen mehr über die Kammern zu wissen als wir, sogar mehr als Tennis. Sie wussten von der Kammerkarte. Vielleicht haben sie Marley Wan befohlen, Athenas zu überfallen. Sie sind angeblich hinter der sogenannten Großen Kammer her. Und die Kammer auf Promethea muss Teil ihres Plans sein. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das werden wir, Firehawk. Ich weiß nicht, ob mich noch jemand so nennt. Lilith! Lange nicht gesehen! Wie geht's dir? Wow, schicker Schnäuzer. Danke! Ist ein Belagerungsschnäuzer. Hör zu! Ich ziehe nur ungern die Verbündetenkarte, aber Katagawa hat einen auf einem Asteroiden stationierten Laser aufs Atlas-Hauptquartier gerichtet und droht mich zu zerstückeln, wenn ich nicht aufgebe. Ich... Und Zero berichtet, dass der Laser von einem Kammerschlüsselfragment versorgt wird. Also... Mehr muss ich nicht wissen. Wir machen das. Das wollte ich hören! Gut so, Verbündete! Reese, Ende! Geh runter und hilf Reese mit seinem Laserproblem, Kammerjäger. Hoffentlich weiß Reese, was er tut. Lilith meint, er gehört zu uns. Aber Männern mit Schnäuzer kann man nicht trauen. Wissenschaftlich bewiesen. Oh, gut zu wissen. So, dann können wir das ja mal vollständig skillen. Was ist das eigentlich? Und Schaden gegen... Ah, okay. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich glaube, das kann ich dann als nächstes mal machen. Deine Tattoos. Magst du drüber reden? Ehrlich gesagt, nein. Da gibt's nichts zu reden. Verstanden. Dann sollte ich mich schnell eingewöhnen. Es ist schön, wieder auf der Sanctuary zu sein. Einer Sanctuary. Genau. Eine von vielen. Okay, dann ab nach unten mal wieder. Warte mal, haben wir noch irgendwelche neuen... Ich glaube, wir hatten ja Deko-Objekte noch gefunden. Können wir noch irgendwas anbringen? Sniper-Ausrüstung... Komm, der Kackewerfer hat hier seinen Platz verdient. Du bist doch nicht mal eine schwere Waffe, oder wie? Ach nee, ich muss hier den Rucksack wahrscheinlich packen. Da muss ich halt mal gucken, dass der was Neues finde dafür.
Ein nettes Ding. Können wir jetzt mittlerweile mal hier das... Oh, hier gibt es eine neue Quest. Oder nicht? Was hast du denn zu tun für uns? Ich habe Arbeit und du hast Zeit. Meinst du, wir kommen da zusammen? Ich denke schon. Verletzung der Privatsphäre. Uff, liebst du es auch so, wenn eine professionelle Privatarmee dein Zeug durchwühlt? Ja. Kammerjäger, ich habe eine Mission für dich. Hyper-mega-dringend. Ich habe ein paar Sachen auf Athenas vergessen. Ich war so froh, aus dem Kloster rauszukommen, dass ich einige wichtige Dinge liegen gelassen habe. Du musst sie für mich holen. Okay. Dann machen wir das halt nochmal. Dann gehen wir doch nochmal zurück nach Athenas. Eine Orbitalkarte bitte. Athenas. Wo denn? Wenn sehe ich hier noch keine... Dings. Gut, wir müssen eh da landen. Okay, dann bin ich mal gespannt, wo das jetzt hinführen mag. Wo mag das nur hinführen? Ja, mal gucken, ob ich da noch eine... Ich hab dich vermisst, kleiner neue Waffe findet. Vielleicht richte ich einfach auf dem dritten Waffenschlot gerade eine Shotgun aus, dann ist gut. Ah, hier geht's schon los. Das ist mein Zeug! Was zum Geier! Wenn Malion mein Zeug klaut, musst du es zurückholen! Oh, ich hätte mein Zeug nicht einfach herumliegen lassen dürfen, als ich noch... Bevor ich Maya traf, besaß ich nur Dinge, die ich bei mir tragen oder verstecken konnte. Ich dachte wohl, Athenas wäre irgendwie anders. Okay, schauen wir mal. Neueste Videospielkonsole. Was haben wir da noch? Ein Ultra Elite Mega Pro Super Controller. Collector's Edition. Okay. Es ist Zeit zu kämpfen. Mach's dich tatsächlich langsam, mein Kleiner. Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. So, das war's mit dir. Hallo, oh, da steht es schön in einer Reihe. Ja, da hat die Granate nicht so ganz gesessen, wie sie sollte. Probieren wir es nochmal. Fanstürmer? Na, nicht wirklich. Autsch, da geht das Schild hin. Der Schild, sorry. Wir hätten hier noch zwei, drei Gegner. Ach, das wird schon. Zack. Du scheinbar nicht, so wie das aussieht. Das hätte sich wahrscheinlich ein bisschen mehr angestrengt, ne? Ladi da. Nicht so toll, der Schild. Gute Nacht. Hätte aber auch besser laufen können. Gut, Tagebuch. Ist dann hier? Mal gucken, was danach noch kommt. Tagebuch dieser Emo-Braut an. Das ist so lustig. Hier, hört zu.
auf der Flucht. Tag 1. Ich glaube, meine ganze Familie ist tot. Was soll ich nur tun? Noch mehr? Das ist nicht... Das geht nicht! Kammerjäger, du musst was unternehmen! Finde ihn! Tag 3. Meine Familie fehlt mir so sehr. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre mein Herz eine Faust, die ein Stück Stacheldraht ganz fest umklammert. Es tut so weh, den Draht festzuhalten, aber ich habe Angst, ihn loszulassen, weil ich ihn dann nie mehr zurückbekomme. Heul, schnief. Da geht's nicht um mich. Das ist nur ein Song, den ich schreibe. Es geht um Politik. Ihr, das glaubt mir keiner, oder? Vergiss es, finde den Typen, bevor er meine Geheimnisse entdeckt. So, dann muss ich halt nochmal durchballern. Aber das sollte passen. Ich bin halt allein und habe keine Sirene dabei. Aber das kriegen wir, denke ich, auch so hin. Die sind ja mittlerweile einigermaßen fähig. Okay, ich soll doch mal hier runter. Mein Kollege da gerade mit? Na, nicht ganz scheinbar. Hier uns sind, oh, sind eine ganze Menge Gegner hier. Ihr habt jetzt, wenn wir euch zerlegt haben. Aua. Ich wollte jetzt nachkampfen. Okay. Die Knarre hier. Na, ich glaube, ist nicht so überragend. Okay. Ich habe doch größere Gegnergruppen, als ich jetzt erstmal gedacht hatte. Scheiße, er reißt Seiten raus! Heb sie auf, aber lies nichts davon! Okay, okay. Tag 11. Ich lebe jetzt in einer Gasse. Sie ist warm genug, um die Nacht zu überstehen, weil sie dort alle 20 Minuten ein Druckventil zur Entlüftung der Kanalisation öffnet. So, ja, wie gesagt, ist gerade noch ein bisschen gerade los, aber wir haben ja ein treues Begleiter hier. Sehr schön. Ich glaube, ich muss echt nochmal durch die komplette Karte hier ballern. Aussieht. Na gut, dann dauert es doch etwas länger. Hier scheint die nächste Seite zu sein. Ich falle und werde für die Jagd wiedergeboren. Ist da oben. Sag, das ist der Hochkletter. Nee, ich kann einfach hochlaufen. Ich denke auch nicht, dass der so großartig umgekleidet ist, hier der Typ. Von daher sollte das eigentlich soweit passen. Ja, da haben wir sie. Tag 443. Der Captain bot mir einen Platz in seiner Crew an. Ich bin beim nächsten Halt von Bord gegangen mit seinem Raumanzug. Den
habe ich dann verkauft. Ich brauchte was zu essen. Ring, Ring, hallo, wir verkaufen Bindungsängste. Oh, du hast schon alle. Pech für mich. Nein, so war das nicht. Ich wollte nicht... Weißt du was? Halt die Fresse, Wichser. Kammerjäger, ich meine es todernst. Du musst ihn finden. Das ist wirklich wichtig. Ich mag auch den Sprecher. Haben sie einen tollen Synchronsprecher für ausgesucht. Der bringt das richtig gut rüber. So, als nächstes geht's hier rüber. Warum bin ich nur in dieses blöde Kloster gegangen? Die beschissenen Mönche stinken wie Gouda und ich habe wirklich jeden Käse gesehen, seit ich hier bin. Es gibt da so eine Tussi mit blauen Haaren, die öfter am Markt rumhängt. Sie hat eine total coole Malibornwaffe. Vielleicht kann ich ihnen etwas stehlen und das gegen die Waffe tauschen. Oh, na, hoffentlich hören keine Mönche zu. Ich bin so enttäuscht von dir, Kind. Bruder Mendel, ich wollte mich nicht über euren Käsegeruch lustig machen. So, weiter geht's. Da springen wir einfach zum Ende. Moment, was ist denn das auf dem Einband? Eine Karte zum Schlüssel eines supergeheimen Waffenlagers? Oh, Katsching, Baby! Oh, ich hab dir doch gesagt, dass da wirklich wichtige Notizen drinstehen. Er wird sich den Schlüssel zu den Waffen holen und dir alles in die Luft jagen. Ich schicke dir die Koordinaten des Schlüssels. Dort wirst du ihn finden. Du musst ihn ausschalten. Stellt euch das vor. Das Chick ist so allein. Sie hat niemanden. Sie kann keinem trauen und lebt in einer Furzhöhle. Oh, kannst du den Typen bitte umbringen? Ja, ist ja okay. Ja, unterwegs. Ja. So, tschüss, Kleiner. Ja, einiges hier aufgefahren. Oh, das ist nicht gut. Was ist das? Wie süß. Digga, also wieder Muni. Das könnte dann eventuell ein bisschen knapp werden. Ah, jetzt wieder. So, ich nehme das Zeug mal gerade mit. Was war das? Blut. Das ist schon markiert. Legendären Schild. Ach, guck mal. Gerne. Was bringt denn der eigentlich? Schildkapazität zurück. Okay. Gut, weil die Folge nicht mehr so lange geht. Nein. Ich hab dich. Schön zu sehen, dass wieder Leben in dir steckt. So, dann holen wir uns nämlich mal das Ding noch. Gucken, was es da gibt. Ich habe ja jetzt auch zum Glück wieder Platz. Hier unten. Ne, da hinten rüber. Dass ich hier wieder irgendwo hinrenne, wo ich nicht mehr weiterkomme. Da ist zu. Dabei geht es aber doch da runter. Irgendwo. Ah. Ich bin froh, dass die Waffen jetzt in guten Händen sind. Kannst du mir dann mein Zeug zurückbringen?
nicht machen. So, mal gucken, wie das MG sich so macht. Aber ja, dann geben wir das noch schnell ab in der Folge. Und dann ist es halt auch schon wieder an der Zeit. Mal gesagt, machen wir ein paar Minütchen länger. Sollte ja passen, aber von hier aus kommen wir relativ schnell dann wieder zurück. Muni, bitte. Dann können wir die Knarium noch kurz austesten. Da 1000 Schildkapazität. Ja, stimmt, aber gut, wir haben dafür jetzt halt Lebensenergie eingeboost. Mal gucken, wie sich das dann so macht. Lass ihn eine Wut hören. Hat was? Ich habe kein Blut, also nehme ich deins. Nacht? Coole Waffe. Aber keine Zeit. Also ich will jetzt auch die Aufnahme-Session jetzt danach beenden. Von daher möchte ich das dann noch schnell zum Abschluss bringen. Deswegen machen wir dann gerade noch ein paar Minuten länger. Das passt schon. Ich würde zwar rausschneiden, aber vielleicht passiert ja noch was Witziges unterwegs. Was? Hallo? Okay. Passiert sich was? Das haben wir doch schon zerlegt. Na gut, ach so, klar. Kann sein, dass die Bossgegner wieder spawnen. Jetzt könnte es halt knapp werden. Jetzt macht sich das Schild dann bemerkbar. Komm, 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 lade dich wieder auf, bitte. So, die kriegen wir auf jeden Fall platt. Ja. Ja, wie gesagt, man kann die, die ja natürlich auch farmen, um noch Waffen hier rauszukriegen. Meine Ben. Du schon mal hier bist und stirbst. Dann gibt es hier auch eine Shotgun für. Lass ich liegen. Wie gesagt, ich will eigentlich nur zurück zur Sanctuary. Dann zum Zimmer und dann geben wir das mal noch ab. Dann haben wir auch diese Folge beendet. So, meine liebe Ava. Mal, du bist zufrieden. Im Tagebuch der Einträge, die wir noch retten konnten. War ja auch interessant zu hören, was du so über das Zeug denkst hier. Guck mal. Zack. Schola. Alles hier so aus. Malibon wird zweimal nachdenken, bevor sie sich wieder mit Athenas anlegen. Danke. Folgender Vorschlag: Du erfreust dich an diesen Waffen und ich verbrenne mein Tage, ich meinte Notizbuch, und wir beide sprechen nie wieder darüber. Cool? Cool. Ja, alles klar. Hat nicht lang gedauert, bis Marcus mir Ladenverbot gegeben hat.
Blöd für ihn, ich habe sein Vorhängeschloss mitgenommen. Jetzt komme ich nicht rein und er nicht raus. Sehr gut, das hat sich richtig gelohnt. Aber gut, dann können wir in der nächsten Folge dann nochmal zurückgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.